Jo Leute, jetzt machen wir die Top-Partien. Eben, das war ja Katastrophe. Das war wirklich Katastrophe. Da will ich den einen Spieler kaufen an der Konsole und kaufen für 10k so einen billigen Spieler, für den ich 500 vielleicht bezahlt hätte. Jetzt brauchen wir von den Niederlanden mindestens einen. Derselbe Club, selbe Nationalität. Mindestens vier Nationalitäten insgesamt, aber maximal fünf. Also wir brauchen vier derselben Nationalität, aber es dürfen maximal nur fünf sein. Das ist jetzt schwieriger. Einer muss selten sein, 75 Teamchemie und 11 Spieler. Kutter im Tor, Erstbesitzer. Mekele, Paulo Oliveira, Montes, Diatta, Diop, Hernandez, Aquino, Erstbesitzer, Stengs, Macias, Erstbesitzer, Gallardo. Hauptsächlich habe ich Mexiko, na gut, ein Portugiese, Sambia, Holländer einer und Belgien. Das gibt ein Goldspielerpack. 5k, Leute. Also, Top-Partien haben jetzt die letzten. Ich glaube, ich hier bei FIFA 20 noch gar nichts gegönnt. Top-Partien hat, glaube ich, bei FIFA 20 noch überhaupt nichts gegönnt, weil nur Kack-Packs drin sind. Jetzt Bundesliga, mindestens einer, mindestens drei Vereine. Der Spieler aus derselben Liga, maximal drei. Zwei müssen selten sein. 77 Gesamtbedingungen, 75 Teamchemie und 11 Spieler. Unai Simon, Erstbesitzer. Keziora, Sidorchuk, Montoro, Alex Moreno, Palhinha, Fabio Pacheco, Adrian Silva, Erstbesitzer. Marc Uth, André Silva und Gonzalo Paciencia. Gibt ein Jumbo Premium Gold Pack. Wird schon mal besser, ist ein 15K-Pack. Aber immer noch zu wenig. So, hier fehlt wieder ein Spiel. Ich habe Angst, dass ich gleich wieder 10K ausgebe. Barca oder Athletic Bilbao, mindestens einer. Spieler selben Nationalität, mindestens drei Vereine, maximal fünf. Zwei selten, 79 Gesamtbildung, 80 Chemie, 11 Spieler. Nein, ich will keine 5K. Ich will auch keine 10K ausgeben. Keiner dabei. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Drei, sechs. Okay, wahrscheinlich mit Mieten und länger warten wäre es besser gewesen. Aber so viel Zeit habe ich nicht. Dimitrovic, Smith, Erstbesitzer. Wallace, Erstbesitzer. Maximovic, Oliveira, Ibai Gomez, Arambari, Timor eben gekauft. Cucurella, Angel, Erstbesitzer und Mata. Prime Electrum Spielerpack. Und als letztes, last but not least, Arsenal gegen Manchester United. Brauchen wir mindestens einen Post der Premier League, mindestens zwei Spieler aus der Liga, maximal vier. Zwei müssen selten sein. 80 Gesamtwertung, 85 Teamchemie. Guilherme, Mario Fernandes, Corluca, Pablo, Ismaili, Xhaka, Belhanda, Giuliano Erstbesitzer, Shaqiri, Falcao und Ryan Babel Erstbesitzer. Seltenes gemischtes Spielerset. Auch nicht so geil. Auch nicht so geil. So, was ist jetzt die Gruppenbelohnung? Die Gruppenbelohnung ist tatsächlich nur ein Prime Gold Spieler Pack. 25k. 5 Packs haben wir. Wir fangen natürlich mit dem schlechtesten an, so Gold Spieler Pack. Einmal nix. Kuate. Bist du was wert, Digga? Siebenhundert. Ist halt fast nix.
Ah, der ist nix. Der ist nix. Jetzt das Prime Electrum Spielerpack. Iličić. 84er Iličić. Naja, 8K ungefähr. Ist okay. Ist besser als gar nichts. Jumbo Premium Gold Pack. Pavlenka, das Beste. Prime Gold Spieler Pack. Bin da auch nicht. Kolarov. Hätte ich jetzt 1000 Münzen mehr machen können? Ungefähr, wenn ich alles zusammenrechne. Letztes Pack. Auch nix. Payet. Der hat jetzt auch ein Zöpfchen. Nee. Nichts dabei, was jetzt besonders Kohle macht. Viele Erstbesitzer haben auch nicht reingehauen. Heißt, die Top-Partien waren mal wieder Mist. Also dieses Jahr haben die Top-Partien überhaupt noch nicht gegönnt. Schreibt in die Kommentare, ob ihr was hattet, aber ich bin enttäuscht.